Oh, wie süß. Also das Baby jetzt, nicht die Schlacht. Wir befinden uns hier in Jade Empire. Quasi die Asia-Pfanne unter den Rollenspielen. Das Martial-Arts-Epos von BioWare erschien bereits vor 1,5 Jahren für die Xbox, hat sich aber für seinen PC-Auftritt nochmal besonders herausgeputzt. Der kleine Fratz in der Zwischensequenz sind übrigens wir. Machen Sie sich also bereit für einen Zeitsprung. So, Schluss mit niedlich, jetzt gibt's Fratzengeballer. Große Besonderheit von Jade Empire ist nämlich das sehr actionlastige Kampfsystem, das dennoch in Sachen taktischer Vielfalt mit Gothic 3 so ziemlich den Boden aufwischt. Ich erkläre Ihnen einfach mal, was hier passiert. Wir attackieren ganz normal den Gegner mit Feuerbällen, der verteidigt sich jetzt mit einem orangenen Schutzschild, den wir nur mit einem Spezialangriff durchbrechen können. Oha, jetzt wird's brenzlig, schnell ausweichen, zu viele Gegner auf einmal, also setzen wir einen Flächenzauber ein. Jawohl, hier schön zu sehen. Der setzt jetzt zwei Gegner unter Feuer, die uns nicht mehr angreifen können. Das verschafft uns ein bisschen Zeit, um diesen Gegner hier zu erledigen mit dem Nahkampf. Jawohl, das hat prima geklappt. Und das war jetzt gerade der Nahkampf-Spezialangriff. Hier haben wir gerade einen Flächenangriff eingesetzt, einfach um uns ein wenig Zeit zu verschaffen. Immer praktisch, wenn man umzingelt ist. Schutzschild wieder und wieder Spezialangriff. Genau, das hat geklappt. Oha, uns fehlt es ein wenig an Lebensenergie, wir müssen was tun. Und zwar nämlich unser Mana einsetzen und in Lebensenergie umwandeln. Nur noch ein Gegner übrig, Spezialangriff, genau. So, und jetzt lassen wir uns mal was Besonderes einfallen und verwandeln uns in einen Dämonen. Die hauen kräftig zu, verbrauchen aber auch besonders viel Mana. Puh, Zeit zum Luftholen. Und davon gibt's in Jade Empire zum Glück jede Menge. Denn fast so viel Zeit wie mit Kämpfen verbringen wir mit Gesprächen. Klingt langweilig, ist es aber nicht. Hier trösten wir zum Beispiel einen Ogerbauern, der beim Spielen aus Versehen seine Lieblingskuh getötet hat, sich nun im Teehaus die Hucke vollsäuft und so die Gäste vertreibt. Wie in jedem BioWare-Rollenspiel gibt es für fast jede Aufgabe mehrere Lösungsmöglichkeiten, gute wie böse. Wir könnten den Ogre zum Beispiel einfach töten, wenden hier jedoch unsere Intuition an, um den Riesen zur Heimkehr zu bewegen. Über den Erfolg entscheiden dabei die Charakterwerte. Song is lonely. Ox must be lonely too. Maybe Ox will forgive Zhang and we be friends again. I will go and see. Bei den sporadisch auftauchenden Rätseln hilft dagegen nur unser Hirnschmalz. Hier müssen wir zum Beispiel Lichtstrahlen einfärben und kombinieren. Dadurch öffnen wir ein Portal. Es ist relativ simpel, wenn man im Dialog zuvor gut aufgepasst hat. Kleiner Tipp, es hängt mit den Farben der Jahreszeiten zusammen. Rollenspiel Standard, für Erfolge gibt's Erfahrungspunkte. Ansonsten pfeift Jade Empire aber auf sämtliche Genregesetze, zumindest beim Charaktersystem. Beim Levelaufstieg dürfen wir etwa nur 3 Charakterwerte steigern. Körper, Seele und Verstand. Deutlich mehr Überlegung verlangt der Ausbau unserer Kampfkünste, die wir im Lauf des Abenteuers erlernen. Auf das klassische Waffen- und Rüstungensammeln verzichtet Jade Empire bewusst. Als einzige Belohnung gibt's Steine für unser magisches Amulett. Zum Abschluss nochmal der Beweis, dass selbst Endgegner Magenprobleme haben. Da wir keinen Mana mehr haben, fallen dieses Mal Zaubersprüche leider aus. Aber zum Glück haben wir ja noch unseren Kampfstab. Dessen Einsatz kostet zwar Fokus, aber das ist kein Problem, wie der Balken oben links zeigt. Dummerweise ist der Kotzbrocken, Entschuldigung, immun gegen Waffenangriffe. Wie man ihn trotzdem besiegen kann, müssen Sie allerdings selbst herausfinden. Jade Empire macht viele Dinge wunderbar richtig, die mich in Oblivion und auch in Gothic 3 so ein wenig gestört haben. Zum einen packt die Story wirklich von der ersten Spielminute an. Ich will ständig wissen, wie es weitergeht und das lässt mich bis zum großen Finale wirklich nicht los. Zum anderen ist das Kampfsystem zwar sehr actionlastig, hat aber dennoch eine enorme taktische Vielfalt. Wer sich also am Asien-Szenario nicht stört
und darauf verzichten kann, ständig neue Waffen und Rüstungen zu finden, der sollte Jade Empire definitiv eine Chance geben.